Nein, jetzt bin ich hier auf Dings gegangen. Könnten wir aber eigentlich auch mal kurz machen, in die Deckverwaltung gehen. So, was haben wir denn momentan hier draußen? Jays Gedankenforscher, ja, scheiß auf ihn. Boah, ich habe hier aber auch schon wieder ein Kratzen im Hals von diesem ganzen Geraller. Okay, die Karten, die wir da draußen haben, ist alles richtig. Hier, Stab des Gedankenmagus, Kacke, Jesses Traumwesen brauchen wir auch nicht. Ach, der hat 1-1. Nee, nee, das ist der Traummeer. Das ist der Traummeer viel besser. Das Traummärchen mit 2-2. Der mit dem Fürst des Unrealen. Der ist auch richtig cool. Und das Äthergespinst ist auch richtig cool. Und wir haben hier den Spezialisten für Übergriffe. Den haben wir ja im vorletzten Game Week bekommen. Den behalten wir auf jeden Fall auch. Diesen Zwillingszauber hier. Kopiere einen Spontanzauber in Hexerei der Wahl. Ja, müssen wir nochmal gucken, was der so bringt. Und wir haben den illusorischen Engel. Wirkt den illusorischen Engel nur, falls du in diesem Zug einen anderen Zauberspruch gewirkt hast. Cool. Ja, unser Deck wird auf jeden Fall größer, aber ich weiß gar nicht, was ich hier rausnehmen soll. Ich finde das alles so geil, was wir hier haben. Das hier. Ah, ne, den müssen wir doch einfach rausnehmen, oder? Weil 5-5er für 4 Mana. Ich habe hier 4-5er für 4 Mana drin. Ich habe hier. Der. Ne, den nehmen wir hier ganz schnell raus. Nein. Sorry. Wir sind keine Control. So, rüber da. Lust. Oh, hier, du. Entfernen. So, und wir haben jetzt 48 Karten in unserem Deck und 28 Länder. Nein. So. Wir bräuchten eigentlich 32 Länder. Aber wir haben eigentlich immer genug Mana. Machen wir nochmal eins dazu. Speichern und aufhören. Und wir gehen wieder in den Multiplayer. So, nein, nicht Multiplayer. Was erzähle ich hier? Völlig verwirrt, der Olsen. Völlig verwirrt. Wir wollen natürlich unsere Kamigawa-Kampagne weiterspielen. Ja. Und wir spielen... Nein, nicht Planeswalker-Duelle. Das Schwert des Samurai. Besiege diesen Gegner, um weiterzukommen und ein neues Deck freizuschalten. Machen wir. So, und ja, wir spielen das Gedankenlabyrinth auf jeden Fall. Wir spielen gegen Sugihara, Schwert des Samurais. Das ist auch wieder ein Deck, was wir danach freischalten können anscheinend. Schön. So. Sugihara, das Oberhaupt des Samurai-Clans, steht vor dir. Hinter ihm ragt die Festung auf, in der die Schuppe des weißen Drachen scharf bewacht wird. Du bist weit gereist, nur um deinen Kopf zu verlieren, sagt der Samurai und zieht sein Schwert. Ja, das wollen wir nochmal sehen, ne? Okay, wir haben den illusorischen Engel und 5 Mana. Nee, wollen wir probieren? Dann haben wir so einen Mana-Overflow und Mana-Overflow ist das Bekackteste, was du haben kannst. Gerade mit diesem blauen Deck. Ne, komm, ziehen wir neu. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon besser aus hier. Zweimal den unwirklichen Diener, Kreaturillusion fliegend. Wenn der unwirkliche Diener das Spiel eines Zauberspruchs in einer Fähigkeit wird, opfere ihn für 3-4. Die sind auf jeden Fall richtig cool. Die haben zwar die Illusionsnegativfähigkeit, aber... Scheißegal. Und er spielt ein weißes Deck. Hier ist der eifrige Gefolgsmann, Kreatur, Mensch, Samurai. Hatiro, also Samurai. Bushido. Okay, er hat Bushido, 1 plus 2 Bushido. Wenn er alleine angreift, kriegt er +1/+1. Oder? Die Stärke der Widerstand einer Kreatur mit Bushido wird vorübergehend verstärkt, wenn sie blockt oder geblockt wird. Okay, das zählt nur für Blocken, das Bushido. Okay, 1/1, wenn er blockt. Nett. Nett. So, wir haben das versteilte Traumwesen gezogen. Nehmen wir, ist gar kein Problem. Nehmen wir. Schön fliegende Kreaturen. Ist schon echt geil, dieses Deck hier, dieses blaue. Da gehen wir echt gut mit ab, das muss man schon sagen. Da kann man nicht meckern. Und 1-1. Ja.
greif uns mal an, ne? Greif uns mal an. Da macht er ja nur einen Schaden. Das heißt, Bushido ist, na, ist noch nicht ganz so geil. So, und wir spielen natürlich erstmal den unwirklichen Diener. Ja, machen wir. Nächste Runde können wir dann schon mal canceln. Aber erstmal spielen wir lieber zwei Kreaturen, dass wir hier ein bisschen blocken und attacken können. Damit wir ein bisschen safer sind, das ist schon mal eine gute Sache. Oh, was kommt denn da? Die Blitzhelix. Die Blitzhelix fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Zorn ist nicht die Antwort. Zorn und... Was? Zorn und passende Vergeltung ist richtig. Ayani. Ja, Mensch, Ayani. Ja, Mama, ja. Ayani, Gold. Mene. Goldstander. Ayani Goldstander ist das. Mein Stander ist aus Gold. Was hat denn der gekostet, der Zauber? War der so günstig? 2 Mana, weil er zweifarbig ist. Okay. Der spielt den kampfversessenen Ronin. Ronin sind ja Samurai, die keinen Herren haben. Also. Unabhängige Samurai. Okay, der hat auch Bushido. Der kampfversessene Ronin greift in jedem Zug an, falls möglich. Okay. Ich block die bestimmt nicht. Okay. Spielen wir jetzt immer den unwirklichen Diener. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Noch können wir hier nicht blocken oder canceln. Wir müssen hier erstmal ein bisschen Damage fahren. Weil er kann ja momentan auch 2 Schaden pro Runde machen. Und ja, und wenn wir auch nur 2 Schaden pro Runde machen, ist das nicht so geil. Deswegen brauchen wir mindestens 2 Kreaturen, bevor wir hier canceln. Okay, er greift natürlich an. Ich kann jetzt natürlich blocken. Aber er wird nicht angreifen, hätte er nicht noch einen Trumpf auf der Hand. Deswegen lassen wir das mal lieber. Jetzt kommt er bestimmt noch ein Zauber, oder? Der Mottenreiter-Samurai. Fliegend Bushido. Okay, 2-2. Fliegend gefällt mir natürlich gar nicht. Und oh. Was hat der für ein... Der für ein Bushido? Bushido 1. Das heißt, er kriegt 3-3. Das heißt, ich würde ihn mit meinem unwirklichen Diener killen. Schön. Deswegen... canceln wir jetzt erstmal nächste Runde. Weil er kann natürlich unseren 2-1er töten. Nö, wir canceln erstmal nächste Runde. Nö, wir canceln erstmal. Dann greifen wir momentan nur mit unserem 3-4er an. Den wird er ja nicht blocken, denke ich. Nö. Wir können immerhin so tun, als würden wir mit unserem 2-1er blocken, was ich eigentlich nicht vorhab unbedingt, aber... Dann, oh, er greift mit einem an, echt? Ja, ich würde sagen, da können wir gerade nichts gegen machen. Da können wir gerade nichts gegen machen. Macht er 4 Schaden. Oh, 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 was war das? Eine Kreatur in der Weile hat +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Nö. So läuft das hier aber nicht. Da kannst du lieber und ziehen uns noch einen Mana. Schön. Was kommt hier? Ruf zum Ruhm. Spontanzauber. Enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst. Samurai-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Okay. Auch nicht schlecht. Da hätte er uns ja gerade fast mit gekillt. Wow, und der Nodachi kommt auch noch. So langsam dürfte er aber keine Karten mehr vorhanden haben, der Kollege, oder? So. Wir ziehen immerhin Mana. Okay, und wir können den Frosthauch und die Klaustrophobie spielen. Aha. Spielen wir aber lieber in seiner Runde, die Klaustrophobie. Deswegen, den Frosthauch meine ich hier natürlich. Hier, tappe 2 Gegner. Okay, wir spielen die Klaustrophobie auf den 2-2er. Natürlich. So, dass der uns nicht mehr blocken kann. Und wir attackieren jetzt in seiner Runde gleich spielen wir den Frosthauch. So, jetzt haben wir aber auch genug Mana.
Jetzt kann er uns mal hier mit coolen Karten beglücken in der nächsten Runde, bitte. So, bevor er irgendwas machen kann, spielen wir hier den Frosthauch. Schön. Genau so muss das sein. Jetzt sind alle seine Kreaturen getappt. Und er kann nichts mehr machen. Es sei denn, er hat wieder so eine Enttapp-Karte auf der Hand, was nicht so cool wäre. Nö. Och, und wir haben noch einen Kanzel gezogen. Ist ja ein Traum. Also das heißt, er ist so gut wie tot. Schön. Schön. Schön gemacht, Olsen. Das heißt, wir können nämlich nächste Runde jetzt ganzeln. Und, oh, es wird ein Traum. Es wird ein Traum. Der macht sowieso nichts, okay? Das ist sehr interessant. Was hat der denn erwartet? Hat er noch einen Mana auf der Hand? Möchte uns das nicht zeigen? Und wieder ein Win für uns. Ja, Errungenschaft. Oh, wir haben eine Errungenschaft freigestellt. Meister von Kamigawa sind wir. Yay! Geil. Und wir haben noch eine neue... Hallo? Ja, wir haben das Schwert... Eine neue Errungenschaft freigeschaltet, na klar. Und wir haben das Schwert des Samurai überwunden und ein Deck freigeschaltet. Und Meister Olsen, Sieger! Die wehmütigen Gedanken. Hexerei, ein Spieler deiner Wahl. Zieh zwei Karten und wirf dann vier Karten ab. Ach, die Karte. Ist eigentlich ganz cool. Aber es geht erst, wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat. Okay, der weiße Drachenschuppe. Sugihara, das Oberhaupt des Samurai-Clans, ist besiegt und du stürmst in seine Festung und nimmst die weiße Drachenschuppe für deinen Zauber an dich. Ach, guck mal, das ist ein richtig schöner, das ist ein richtig süßer Schneedrache, ist das. Ein richtig süßer Schneedrache. Oder vielleicht ist er auch Albino. Oder vielleicht wurde er zu lange im Keller eingesperrt, wie der Drachen bei Harry Potter. Okay, Sugihara, alles klar.